In diesem Video erzähle ich dir, warum deine Unsicherheit deinem Gegenüber Macht gibt und wie du es vermeidest, zum Opfer zu werden. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, deine Unsicherheit gibt deinem Gegenüber auch Macht über dich. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Denn was ich sehr häufig erlebe ist, dass ich würde mal sagen, es ist der allergrößte Teil der Menschheit, die gerne anderen die Schuld geben, die gerne anderen die Verantwortung geben, die immer eine Ausrede haben, die meistens dahinter stecken hat, dass irgendjemand schuld ist an dem, was ihnen passiert ist oder warum sie etwas nicht können, warum sie etwas nicht tun und warum ihnen irgendwas Negatives, Ungutes widerfahren ist. Es mag ja in vielen Situationen sein, dass tatsächlich andere, das was andere getan, gesagt haben, eine Rolle spielt. Und das ist sicherlich sehr häufig so, denn wir leben ja nicht isoliert. Das heißt, es ist ja immer eine Kombination aus dem, was wir selber tun und aus dem, was anderen tun. Das Entscheidende ist aber, wie du über die Situation denkst und vor allem dann auch sprichst. Denn wenn du immer gleich andere dafür verantwortlich machst, dann gibst du denen quasi die Macht über das, was dir passiert ist und natürlich auch in Zukunft passieren wird. Ich nenne ein ganz banales Beispiel, um das mal wirklich im Kleinen zu sehen, denn das spielt im Kleinen genau die gleiche Rolle wie im Großen. Wenn im Kleinen was passiert, beispielsweise du hast eine Besprechung und kommst zu spät, weil die Straßenbahn 5 Minuten Verspätung hatte. Ist ja ein Ding, das ab und zu mal vorkommt. Jetzt ist es ein Unterschied, ob du, wenn du zum Beispiel den Raum dann betrittst, sagst, die blöde Straßenbahn, deswegen bin ich nicht pünktlich. Oder ob du sagst, es tut mir leid, dass ich nicht rechtzeitig da war und die Straßenbahn außen vor lässt. Natürlich hat die Straßenbahn eine Rolle gespielt. Das will niemand bestreiten. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst. Und wenn du der Straßenbahn die Schuld gibst, dann hat die Straßenbahn Macht über dein Verhalten. Und vor allem, du zeigst auch noch nach außen, dass du dich abhängig machst von der Straßenbahn. Du hättest vielleicht auch einfach eine früher nehmen können. Das Gleiche gilt jetzt für größere Dinge. Ich nehme jetzt was ganz Extremes. Dir ist jemand reingefahren und du hast dadurch einen großen Schaden, hast dadurch vielleicht auch einen finanziellen Verlust, weil die Versicherung nicht alles übernommen hat, dir eine Teilschuld gegeben hat. So ist es ja leider heute häufig, dass selbst der Unschuldige eine Teilschuld bekommt und diese ganzen Geschichten. Und du hast dadurch finanzielle Verluste und hast dadurch jetzt irgendwie ein Problem in deinem aktuellen Leben. Klar ist der andere schuld, wenn er zum Beispiel dir die Vorfahrt genommen hat. Also von daher ganz selbstverständlich. Aber auch hier ist es wieder eine Frage, wie du damit umgehst. Denn du hast immer eine Wahl. Du hast immer eine Wahl. Und wenn auch ein anderer schuld ist, hast du eine Wahl, wie du damit umgehst und was du damit, was du tust, was du für dich tust, damit du mit dieser Situation möglichst gut klarkommst. Und das ist das Entscheidende. Wenn du beginnst, die Verantwortung auch dann zu übernehmen, wenn der Auslöser bei jemand anders lag, und du merkst jetzt schon, ich rede jetzt vom Auslöser und nicht mehr von der Schuld, wenn der Auslöser bei jemand anderen lag, dann lernst du damit Verantwortung zu übernehmen, das baut dein Selbstbewusstsein auf, das baut dein Selbstwertgefühl auf, und das baut deine oder unterstützt deine Persönlichkeit und du wirst selbst ein ganz anderes Gefühl bekommen, deine Unsicherheit wird weniger, dein Selbstbewusstsein, deine Selbstsicherheit wird größer, du übernimmst Verantwortung und wirst auch in den Augen der anderen ganz anders wahrgenommen. Das wird auch dein Leben beeinflussen, weil du anders denkst über die Situationen und rauskommst aus diesem Jammern, aus diesem ständig Opfersein hin zu einem, was du kannst, was du bist und was du dir auch zutraust etc. Probier es aus, probier es konsequent aus, du wirst am Anfang immer wieder in die alten Muster verfallen, reiß dich am Riemen, geh immer wieder in diese positive Denkweise, dass du etwas an der Situation verändern kannst, dass du eine Verantwortung für die Situation hast, selbst wenn es einen Auslöser wo außen gab. Du wirst sehen, dein Leben wird sich verbessern, wird sich radikal verändern. Und dabei wünsche ich dir super viel Erfolg. Alles Liebe, dein Michael von jetztselbstsicher.de. Bedenke in Zukunft immer, wenn du andere für etwas verantwortlich machst, egal ob sie daran beteiligt waren oder nicht, du gibst ihnen damit die Macht über dich. Vermeide es in Zukunft, deine Macht abzugeben. Stehe jederzeit zu dem, was du getan hast oder was passiert ist. Übernimm die Verantwortung.
Wenn dir dieser Tipp gefallen hat, dann abonniere jetzt den Kanal und lade dir das kostenlose E-Book 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein herunter. Ich habe es für dich geschrieben.